Get ready to experience the pyromania alchemy now. Prepare to dive into a world of light, color, and sound, and witness the healing forces of our cathode rays. You are entering the multimedia space shuttle of pyromania. Und andere als künstliche Themen.
Vorsitzen und 30 Gedanken in der Entwicklung und Weise angelegt. Angelegt ist verschiedene Aspekte. Zum einen möchte ich dem Flow-Experten Andrea Maschel danken, der sich aufgrund meiner Arbeit und des Programms aufgenommen hat. Und des Weiteren kann ich unter dem Thema psychedelische Medienkunst auch etwas über die neurotechnische romanische Arbeit des Medienschamanismus diskutieren. Leider zum Thema nicht dabei, und ich dachte, ich könnte auch mal einen Treffer mit herausnehmen und mich machen. Und möglicherweise könnte aus dem entstehenden Vortragstext in unserem Rating World Magazin, das ist ein Kopfjahr-Magazin, das wir alle hier nicht ausführen, vielleicht kann der Text daher auch in eine Form einer Das war das Intro, jetzt kommen wir zum Thema psychedelische Medienkunst. Vieles von dem, was ich hier zusammengeschrieben habe, ist in den letzten 4 Tagen entstanden. Ich habe vieles genommen aus dem Magazin, einen Text, den ich zuvor geschrieben habe. Einiges ist parallel und Fernsehen. Den Prozess geöffnet, der für mich erfolgreich war, insofern, dass ich für mich auch neue Qualitäten und neue Aspekte entdeckt habe an diesem ganzen Thema. Also, psychedelische Medienkunst. Die Zeit ist reif für eine auch global stattfindende Fusion. Der schamanische Leben des Wissens, welche die biologische Organisation vorgegeben und eine Funktion mit dem Staatswesen und seinen technologischen Errungenschaften. Denn momentan herrscht eine Veränderung von individueller, gesellschaftlicher, nationaler. Der wichtigste Aspekt Zustands ist das Fehlen von Weisheit, Harmonie und Vision. Ich saß nach diesen eröffneten Worten und dann steht da, dass wir psychisch zugegeben sind. Die Bedeutung des Wortes hat etwas mit Seele zu tun. So stand ich auf und begab mich für die Welt in Büchern.
Ausnahme, also Maler, Musiker, Bildhauer, besonders gerne mit der Ästhesie zum Teil. Also unter dem Einfluss der Droge oft zumindest außergewöhnliche, unkonventionell und reizvolle Maler. Menschen gelang es, in ihrem Werk etwas von der Eigenart der psychologischen Erfahrung mitzuteilen, die ansonsten einer zugänglichen Sprachbeschreibung des Lesens. Der Tag solch einer LSD-Erfahrung wird oft zu einem deutlichen Wendepunkt in der Entwicklung des Ganzen. Hier wird die Synthese von Psychedelika, Seele und Medienkunst dann unspirituell erkennbar und die daraus entstehenden Resultate sind weitläufig umfassend. Die meisten von uns kennen Psychedelika-Erfahrungen inspiriert Kunst und Gestaltung in den 60er Jahren. Die aus der Parsi-Mustern schlaglosen Afrophysik-Visionen, den Beat, Tantra und Top Art für eine große Anzahl neuer Grafikschriften und Kunstformen zu teilen. Auch ich möchte hier klarstellen, dass psychedelische Medienkunst nicht ausschließlich auf Resultaten von psychoaktiven Katalysatoren wie LSD initiiert wird. Auch wenn der Gebrauch dieser im Schamanismus Kraftlehrer genannten Medizinpflanzen heute in den 90er Jahren sehr weit verbreitet ist und psychedelische Substanzen meines Erachtens auch ein wichtiges gesellschaftliches Konzept sind. Hier erinnere ich mich an einen Satz meines Mentors und späteren Freundes Tennyson Kenner, dem englisch-amerikanischen Visionär und Autor, Biologe, der zum Sprachrohr der psychologischen Szene gehört in San Francisco. Er macht unter anderem die Feststellung, dass der wohl wichtigste Unterschied zwischen den 60ern und den 90ern darin liegt, dass wir in den 60er Jahren überhaupt keine Ahnung hatten von den weitreichenden kulturellen Einflüssen und der vorzeitlichen, also auch vorgeschichtlichen Rolle dieser Psychologie. In den 60ern dachten wir, all dies sei neu, erst durch die Errungenschaften der Technik, also der Motoren, zugänglich. Ja, so haben wir in den 60ern. Das Beispiel für dieses Überlegenheitsdenken. Afrikanische Stammeskulturen wurden nach westlichen Zeugnis nicht von Künstlern, sondern von Handwerkern. Der Geist der psychedelischen Medienkunst wird gerade durch das Traumzeitwerk hier in den Filmen zu Hause gebracht. Durch deren orale Tradition, die Lieben, germanische Anderswelten und Jenseitswerten wurden. Alchemistische Geschichten, die Bezug zu uns haben, also alle Lieben, Skizzen und Aufzeichnungen, ja, des Bildes. Leonardo da Vinci's Visionäre Flugobjekte, die Kathedralenbauten und die Bilder des Künstlers Elfstein oder auch die dunklen Farbenbilder der in Mexiko lebenden Menschen. Eine Vielzahl dieser kosmologischen Kunstwerke ist die Modernität eines Reiches unabhängig von der Kosmologie. Transportieren durch und über ihre Ausdrucksform ein Leistungsprinzip, das in einer Bilanz oftmals eine Erweiterung der psychologischen Medienkunst durch visionäre Medienkunst darzustellen. Ein Zitat von dem Lehrer, dem Autor von Mythen, Träumen und Geheimnissen. Es reicht nicht mehr, wie nur vor einem halben Jahrhundert die Megakunst und die ozeanische Kunst zu entdecken und zu beschreiben. Wir müssen die spirituellen Kräfte dieser Kunst in uns wieder selbst entdecken. Das probieren wir ja auch zu machen, indem wir
selbst gelungen ist, die Vibration des Werks als nicht materielle und dennoch sinnliche Erfahrung zugänglich zu machen, gilt es, diese Geistfrequenz zu modifizieren und bestenfalls über unterschiedliche Medien zu übertragen und zu verarbeiten. Die psychedelische Medien und Existenz bei der Museum und bei der Wiese gestellt und muss zum Glück auch nicht zu Jahr oder zwölf Jahren. Das ist meiner Meinung für viele Maler und für die Künstler nicht der Fall. Also die Medienkunst ist nicht einzuschränken. Die Medienkunst ist das, was durch Medien, mit denen wir täglich in Kontakt und in die Kunst kommen, ausgedrückt wird. Notwendigkeit des Mediensystems der Begrenzung und Finalität und Bewusstsein zu sprengen und zu transformieren, wird ersichtlich, wenn wir mal den Anschein nehmen, wie viele den Menschen, und da ist es ganz gleich, ob sie Radiohörer sind oder Zeitungslesen oder zu Forschen zu schauen, ihr Wissen und ihre Wirklichkeit auf Erfahrungen aus Zeit angebracht haben, indem sie die Meinung der Masse entschieden, die Wahrnehmung und Produkte, Rollenmodelle und den Status quo und kritische Dimensionen. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle die pervertierte Anwendung psychologischer Kenntnisse, die durch Werbeagenturen von Künstlern und Grafikdesignern erdacht und realisiert wird, die immer Medienkunst und immer Daten nicht mehr wirklich erfahren. Die meisten Grafikdesigner, Freunde, Bekannte von mir, sind industrielle Strukturen, sind Arbeiter für die Industrie, sind als Vereinbarer. Und arbeiten nur an psychologischen Tricks, im Interesse von Wirtschaft, der Industrie, des Bewusstseins des freien Marktes, also des Bewusstseins der Menschen, zu steuern und zu managen. So in etwa kartografiert, also das ist jetzt eine kleine Skizze, Landkarte, Teil von der Landkarte des Informationsgebiets, in dem wir uns befinden, in dem wir uns bekämpfen und unsere Bewusstsein. Und trotz aller Gerissenheit, in denen sich auch die Medien Stück für Stück zu entlösen werden, also nicht wieder über sich selbst, über diese Strukturen und manipulativen Strategien und zeigen sich als das, was sie wirklich sind. Die größte technologische Errungenschaft zur Bewusstseinskontrolle seit Menschheit. Ich werde im Verlauf des Vortrags vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, aber mir fiel bereits vor 10 Jahren auf, dass überhaupt keine Studien gemacht worden waren, was das Fernsehen eigentlich bewirkt. Also die Wirkung des Fernsehens aus dem menschlichen Bewusstsein ist, obwohl schon in meiner Kindheit auch der Schwarz-Weiß in der Familie das Geheimnis. Heutzutage wird die Tatsache, dass man TV manipulative Wirkkräfte ausgeht, in Teilbereichen nicht erkannt, die Medien selbst behandeln. Aber auch Inhaber der Zeitpunkt oder Winkel anstreiten, Stimmen und kontrollieren die öffentliche Meinung. Damit die Politik und damit wiederum die Stimmen über die Menschen. Der Individualismus mit Profit und Prestige und Macht und diese ganzen falschen Konventionen. Das scheint für das 21. Jahrhundert kein wirklich ethischer Maßstab zu sein.
das war früher der Tempel aus Psychedelic. Der Tempel der übersinnlichen Jugend, das ist in den 80er Jahren. Und in dieser Zeit entstand in mir ein empfindliches Bild, dass dieses Tokennetzwerk als verschworene Gemeinschaft auch in einem Organismus ist. Und dass wir als gemeinsamer Organismus es geschafft haben, zum Kraftfeld wieder zu errichten, was das scheinbar neu war, aber eigentlich auch nur in Vergessenheit geraten. Und uns halt jeden 23. oder in unserer kleinen Wohnung oder kleinen Häuschen oder im Garten oder sonst wo gesammelt haben. Und wir wussten, überall auf der Welt, in jedem Land der Welt, sind auch wenige Menschen, vielleicht eine Handvoll, die sich an 23. und 23. erinnern lassen. Und anfangen mit dem 23. Zu seinem Buch Siberia beschreibt der Bruder Sushkov dieses Token-Netzwerk, das kultische Netzwerk aus Zauberregeln und Datensphären, ist das extremste Beispiel für Technologie. Zu vollführen bewusst den Spagat zwischen der jenseits des Mittelalters kurz angesiedelten heidnischen Spiritualität des Altertums und der über die Computertechnologie hinausgehenden Schöpfung dessen, was sie als globales Datenmedium empfinden. Sie gehen der Hauskultur voraus und haben sich vielleicht zu lange vorgebracht. Der ganze nächste Absatz geht über dieses Netzwerk in den 80er Jahren, wie wir als Netzwerk miteinander gearbeitet haben. Überspringen es jetzt mal, weil das ist eigentlich mehr. Ja, aus dieser Netzwerkarbeit heraus entstanden diverse neuheitliche Netzwerke innerhalb der technisch-schamanischen Weltgemeinschaft. Wie zum Beispiel der Cybertribe, der 1930 erstmals durch normale Aktivismus gezielt wurde. Und im Mittels seit der Veröffentlichung eines Buches, die Titel Cyberflag gesehen, Struktur und Form angewiesen. Mit dem CD-ROM-Projekt der Alchemistischen Kongress, einer technisch-romanischen Enzyklopädie, die auf dem Laptop an der Einzelstelle ist, gelang dem Netzwerk ein niedergewesenes Fundes Abschluss zu finden. Wir haben mit der Formaler Arts Foundation das entwickelt und haben über 300 Institute, Schamanen, Doktoren, bekannte und unbekannte Wissenschaftler, Leute eingeladen, um etwas zu beizusteuern, was wir erzählen wollen, dass wir alchemistische Kongresse haben. Da sind jetzt verschiedene Dinge bei eingetrudelt und haben das Ganze in eine 3D-Welt verpackt. Also man setzt vom Computer, legt diese Silberring ein und die Reise führt uns auf den anderen Planeten. Und eine große Kuppel, in dieser Kuppel sind es die Türen. Und hinter jeder Tür steht ein Torwächter mit einem Formationsschreiben. Da steht eine Frau mit einem dritten Auge, ein Zwerg mit einer Kristallkuppel, ein Maya mit einem Surfboard, ein Krieger mit einem Fischer. All diese Torwächter und Informationsspeicher erklären die Welt oder bilden eine Enzyklopädie dieses modernen Netzwerks, was sehr viel schamanische Struktur wieder zutage fördert oder gerade das wieder dabei zu erkennen, dass es eigentlich mit sehr alten schamanischen Technologien gemacht ist. Ja, der Alchemistische Kongress wurde vom Europäischen Kollegium für Bewusstseinsstudien als einzelne Entwicklung des planetaren Bewusstseins bestimmtes pädagogische therapeutische Wertvorsatz. Also wir sind bei den
viel darüber hinausgegangen, da nur was Produkt zu schaffen, das über den Markt gegeben werden kann, wo Leute konsumieren und toll und interessant und das war's. Wir haben probiert mit dieser Enzyklopädie, mit diesen 7 Kapiteln, mit diesem Raum, wo man Kunst betrachten kann, wo man meditieren kann, wo man Videos abspielen kann, Musik abspielen kann, Text lesen, haben wir versucht, auch ein neues Handbuch in die Welt zu geben. Ein Handbuch, was auch dieser Gebrauchsanweisung für die Zukunft, für die Strategie, mit der wir planetiert haben, mit uns umzugehen und miteinander umzugehen und zu teilen. Du kannst kurz auf das reden, ich kann total. Also wahrscheinlich geht es auch noch gegen gerade das hier. Das ist einfach viel mehr zu tun, dass ich gerne immer so machen. Also da irgendwelche Wissenschaftler erzählen, dass der alchemistische Prozess mit so Entwicklung des planetaren Bewusstseins, dass es ein wichtiges Instrument sei, und pädagogisch und therapeutisch wertvoll und so, und es wird gelobt und es ist ja auch alles sehr schön, weil das war ja auch das machen und die ganzen Menschen, die jetzt ja angestürzt haben, benutzen. Wir sind dann damit auf Tour gegangen und haben auch das althergebrachte Konzept von Partys, von Techno-Partys, also das ist auch schon mittlerweile 10 Jahre gelaufen. Und für mich, der so früh dabei war, ist ein althergebrachtes Konzept. Es hat sich ja in der neuen Generation rein, das war auch toll. Aber für mich muss es immer Musik, Tanzen und womöglich auch Drogen nehmen, hinausgehen. Weil wenn das die Partykultur ist, dann jeweils nicht genug. Und ja, insofern haben wir den alchemistischen Kongress dann eine Tour gemacht durch 20 deutsche Städte und auch mal in Österreich und Holland und haben das Konzept von Partys eigentlich ganz neu definiert. Wir hatten Chill-Out-Räume, wo man sich hinlegen konnte, also mit guten Pfeifen, Musik hören, Live-Musik, Live-Trommeln. Wir hatten schamanische Trance-Workshops. Wir hatten Vorträge über Themen, die Szene interessieren, die Szene auch betreffen. Und haben also neben diesem Schwerpunkt Musik und DJs und Live-Bands auch allerlei andere Dinge ausprobiert. Und psychedelische Projektionen und entsprechendes Ambiente haben geschaffen, indem Menschen ja, sich lockerer machen oder vielleicht auch in dem Maße zueinander finden und in Vertrauen kommen, dass für sie halt eine Art, der wahrscheinlich für Leute wie andere Art, einfach mal was Neues passiert. Ja, was ganz Neues und sie nicht wieder mit der Erfahrung heimgehen, ob die ein Mädchen oder kein Jungen abgesicht oder was weiß ich, wo ich halt Leute in Disco gehen und dann kommen. Also in diesem Cybertribe-Netzwerk haben sich verschiedene Zweige gebildet. Da gibt es auch einen Zweig, der heißt Sonic Cybertribe. Der beschäftigt sich vorrangig mit neuen Wegen der
zum Beispiel über Biotechnik Menschen benutzt, verfremdet, mutiert und kopiert werden kann. Zerschneidet es eins zu eins und bildet der Medien selbst das Wort. Und so erhält es ein Material, das immer wieder interessant bleibt, ohne sich zu verstanden. Sammle uns für diese Seele editieren und diese Seele berühren. Stücke, Frequenzen, Musik,
macht im Moment einen großen Sprung. Und den G3, das große Ding, mit alle MG3 musikalische Datenfiction aus dem Internet runterladen und verwenden. Die meisten nicht hier gerade, aber der kann es schon kontrollieren. Und da wird das Ganze über den Zufall, über den Sieg, über Handys, über Google, über alles übermittelt werden. Wie gesagt, solange wir dann nur auf der Konsumentenseite bleiben, ist es vielleicht nicht so schön, dass wir schon drin uns. Wenn wir uns an der psychedelischen Medienkunst und an diesen Aktivisten auch ein Beispiel nehmen und probieren zu kreieren, mit allem, was zu verfügen stehen würden und aufhören, ja, dann unsere eigenen Sachen zu konsumieren und aufhören, Dinge fremder Leute zu konsumieren. In seinem Buch Die unsichtbare Generation schrieb Autor, Film und Künstler Rudi Morgens: Alle Assoziationen sind zwanghaft. Das Denken muss. Kann ich schwierig sein. Kann ich auch das Denken. Der Kopf denkt immer, auch wenn ich eigentlich nicht will. Also schreibt der Burroughs in den 60er Jahren schon, das ist ein Kapper-Künstler, der sich auch viel mit Text beschäftigt hat, mit Kapper von Film und Musik. Alle Assoziationsreihen sind zwanghaft. Verjagen sie sie. Füttern sie mit ihnen die Abwarten. Hören sie auf zu reden. Lassen sie sich die Menschen schreien, jammern und reden. Ein Tonbandgerät ist ein erweiterter Teil des menschlichen Nervensystems. Mit dem Tonbandgerät können wir mehr über das Nervensystem erfahren und mehr Kontrolle über unsere Reaktionen finden, als wenn wir 20 Jahre in der Notsituation säßen oder unsere Zeit auf der Couch als Psychoanalyse. 20 Jahre, wenn das mal hinkommt, von den Medien, also ich glaube, das ist schon alles. Immer eine kurze Reise in die Vergangenheit der Medien. Von 1945 wurde das Medium als reines Propagandamachtinstrument betrachtet, Fernsehen als Weltmacht der 90er. Und dennoch mutiert das Fernsehen hin zu einem nutzbringenden Werkzeug in Bezug auf Entwicklung des demokratischen Bewusstseins. Finanziert aus Hörfunkgebühren und Planen von Zukunftspionieren der sechsteiligen Rundfunksender, flimmert im Jahr 1950 das erste deutsche Fernsehprogramm über den Bildschirm. Dreimal wöchentlich, 3 Stunden abends. Dreimal wöchentlich abends. Heute schaut die Flüchtlingsfamilie ca. 7 Stunden Fernsehen. Über die letzten 40 Jahre hat sich, wie gesagt, das Fernsehen zum größten Einzelfaktor entwickelt. Die Kontrolle über die Einstellungen der Menschen auszuüben. Wenn es auch unbeabsichtigt war, was nicht unwahrscheinlich ist, so wurde die vorherrschende Weltanschauung, die von Schreibern, Produzenten, Redakteuren und Vorsitzenden der Fernsehgesellschaften gesehen wurde, zur akzeptierten Norm. Mit welcher der Zuschauer sich unweigerlich vergleichen. Natürlich hat die vom Fernsehen repräsentierte Welt meist relativ wenig, das heißt gar keinen Nutzen in der Realität. Und folglich bleibt der Zuschauer nicht nur mit einem Gefühl des Versagens und der Unzulänglichkeit, sondern auch mit einem Gefühl unbefriedigter Langeweile, mit bzw. in dieser Welt auf der politischen Unordnung zu sein. Timothy Leary, der Heidelberg 1991 erstmals besuchte, bezeichnet in seinem Vortrag von Psychedelika zu Kubernetik, zeichnet er auf, dass das Fernsehen in den vergangenen Jahrzehnten bereits schon in großen Schritten in die virtuelle Realität hineingebracht hat. Und er hat es erklärt auf eine schöne Art und Weise. Er sagte, dass alle Wahrscheinlichkeit nach oder
lieber morgen früh die Theorie weiter. Ist besser für den Abend, denke ich, in das andere Medium zu gehen. Wir haben ja morgen Vormittag noch Zeit. Wäre das denkbar, dass jetzt so... Dass so Thank you.
dann die Erwartung. Die Nase und die Luft wird ja oft verloren. Oder wenn die Nasenpassage ganz frei ist, durch die Nase ein. Langsam und ruhig und regelmäßig atmet sie die Luft ein und wieder aus. Ohne Gewalt, ohne Anstrengung. Als ob sie Luft in den Bauch saugen wollten. So atmet sie. Die ein.